So, dann will ich mal wieder gucken, was der Rust Store so hergibt. Der Rust Skin Store. Rust Item Store steht ja auch da drüber. So, Anarchist SAR. Naja, ich weiß nicht. 1,75 € ist jetzt nicht so geil für so ein Ding. Schon ein bisschen heftiger Preis. Thompson. Nicht geil. Ein Bushi Zen Hunting Bow für 1,75 €. Nö, finde ich auch nicht gut. Cold Hunter Crossbow. Der sieht. Naja. Also was ich geil finde, ist zum Beispiel, ne, die Chestplate hier. Ich weiß es nicht. Die Chestplate sieht jetzt nicht so geil aus, aber ich finde die Maske hier ziemlich geil. Die werde ich Einkauf fortsetzen, im Warenkorb schon mal ablegen. Eine Rocket Door. Eine Sheet Metal Door ist das. Das weiß ich noch nicht, ob ich die kaufe. Ich habe eigentlich eine ganz gute Sheet Metal Door. Und der Royal Furnace sieht geil aus, wenn. Er sieht geil aus, aber er kostet 2,20 € und 2,20 € ist mir ein bisschen zu crazy. So, dann wollen wir mal gucken, ob mal wieder irgendwas weggeht. Gegenstand verkaufen, wie man sehen kann, 27 € habe ich Guthaben. So, dann gucken wir mal. 7 Cent, ja. 1,45 € habe ich für 90 gekauft, die behalte ich aber, weil ich die mega finde. 80 Cent, die war auch schon mal ein bisschen besser. 77 Cent. Was ist das hier? 1,50 €. Naja, get out. Was ist das? 2,13 €. Ah, ich müsste eigentlich mal eine verkaufen. Weil die finde ich eigentlich mit dem Biohazard-Zeichen ganz geil. Ich weiß es nicht. 1,95 €, den Hammer behalte ich. Brain Eater Hammer finde ich mega cool. Boah, Alter, 4,50 € kostet der jetzt schon. Oh mein Gott. Ich habe ihn für 1 € und ein paar Zerquetsche gekauft, glaube ich, den Base Invader. 3,80 € für den Revolver, Frankenstein Revolver. 1,30 € oder 1,70 € habe ich dafür bezahlt. Die Face Mask hat mir mal gar nichts gebracht. Den Stein, der ist auch ein bisschen gestiegen. Die Satchel bleibt leider. Oh, Alter, auch schon 3,40 €. Da fällt's ja vom Glauben ab. Und nur 1 €. Das war so ein mega Fail. Der eine. 1,96 € schon. Boah. Eine andere Chest? Ne, habe ich nicht. So, 1,61 € behalte ich. Komische Cap. Behalte ich auch. 81 Cent. 1,26 €, die war jetzt auch nicht so der Mega. Auch so ein bisschen so ein Fail. Die sieht so wunderschön aus, oder? Mit den Herzen drauf. 1,47 € für die Python. Was waren die Python hier? Ah, behalte ich. 1,99 €. Mein Gott. 1,30 € habe ich bezahlt. Wow. Ab 1,99 € kostet die Kiste jetzt schon. Hammerhart. 1,52 €. Okay. Zurück. Nein, jetzt gucken wir mal. Ah. Markt. Ich habe, glaube ich, auch noch irgendwas auf dem Markt. Meine Kaufanträge, den habe ich entfernt. Den entferne ich erstmal, weil der ist jetzt nicht weggegangen. Scheint auch im Preis mal wieder ein bisschen gefallen zu sein. Gucken einfach mal nach, wo
ich den eigentlich eh nicht verkaufen wollte. So. Wollte ich gerade, habe ich, Alter, das ist mein einziger Schlafsack. 3,72 Euro, den behalte ich, das ist mein Schlafsack. Der war eine Zeit lang weit über 4 Euro und da habe ich mir gedacht, ah, verkaufst du das Ding, scheißegal, aber er ist glücklicherweise nicht weggegangen. Ich habe ihn auch schon seit, ich weiß nicht wie lange, Jahren. So. Dann gucken wir mal, was der Markt so hergibt. Nichts, einfach nur Shit. Ich habe auch in letzter Zeit echt wenig Zeit, das Spiel zu zocken. So. Deswegen, ich muss da eigentlich auch mal wieder ran. Ich denke mal, nach dem nächsten Vibe werde ich das mal machen. Das mal in Angriff nehmen. Werde ich mal gucken, ob ich die beiden Luxemburger wieder an Land kriege und dann zocken wir mal wieder ein bisschen. 59 Cent. Shit, shit, shit. Das Ding hier finde ich ja auch mal ein bisschen geil. Und ich werde es auch kaufen. Scheißegal. Jetzt habe ich es einfach mitgenommen. Ich finde es schön. So. Bandit Head Wrap. So, so, so. Hier gibt es aber auch nichts Geiles. Chief Train Pump Shot. Man sehen kann, die Hosen und so, die sind im Preis. So was braucht man eigentlich nicht im Item Store kaufen. Weil die gehen eh mit den Preisen immer runter. Hier sieht man Weste. Okay. Langweilig, langweilig, langweilig. Meine gute Frankensteinmaske habe ich auch. Das hier ist leider die einzige Satchel, die irgendwie im Preis überhaupt nicht steigt. Verstehe ich auch nicht. Egal wie der Skin aussieht. Sieht wie so ein Weihnachtspäckchen aussieht, oder? Was ist das denn? Minicopter Pilot Helm. Den will ich auch nicht. Dum dum dum. Ja, das ist der einzige Schlafsack, der vom Preis echt scheiße ist, glaube ich. Oh, oh, was ist das? Eine Sweet Satchel. Rusties. Die finde ich auch cool. Oh. Das ist ein Cowboy Sheriff. Oh Gott. Ein bisschen was an mir vorbeigegangen. Hier gibt es so viele neue Skins, die ich überhaupt noch nie gesehen habe. Aber hier gibt es auch nichts Geiles. Skull Seeker. Damit mache ich eh Verlust. Ein halbwegs coolen Schlafsack wäre ich noch interessiert. Was ist denn da los? Nichts Besonderes, einfach nur Werbung. Vielen Dank für Ihren Einkauf. Ah, okay. Ulrichdorf. Okay, wie man sehen kann, gibt es hier einfach mal nichts Geiles. Carrot Power Chestplate. Carrot Power. Okay, die sieht auch noch ganz cool aus. Den hatte ich auch schon. Oh Gott, das war so ein mega, mega Fail. Scheinbar gibt es nichts mehr Brauchbares hier. Home sweet home. Oh, okay. Auch ein bisschen cool. Und da ist meine Harz-Furnace.
Okidoki, das war's erstmal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr könnt mir gerne ein Like da lassen. Bis denn dann. Ciao. Okay, ich muss es anders machen. Ich weiß aber nicht, auf welcher Taste.